Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem X4-Universum. Ich bin der Frintuaga. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Ist ja mittlerweile kein Problem mehr. Erwarte Befehle. Ein K mit meiner Frintuaga Dominus einfach mal aus dem Leben zu pusten. So, das ganze Kleinkropfvolk wird uns dann keine größeren Probleme bereiten, denke ich. So, lasse ich meine Flotte erstmal nachziehen, so gut wie es geht. Und das Kleinzeug wegmachen auf dem Weg zur Station. Ja, und lassen die Abwehrgeschütze einfach ihre Arbeit machen. Und hoffen mal, dass das so funktioniert. Oh, hier scheinen einige Teladi-Schiffe zu sein. Zwei Phönixe. So, wollen wir auch mal ein bisschen langsamer werden und vielleicht auch mal den Loot wieder einzusammeln. Ah, da kommt er angeflogen. Bietet sich ja einmal den ganzen... Es werden ja immer mehr. Das werden ja immer mehr Teladi-Schiffe. Die auf die Shintuaga Majestic. Ich hoffe mal nicht, weil das würde keinen Sinn ergeben. Boah, wie viele. Was haben die denn hier? 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6 Phönixzerstörer. Und glaube sogar noch das alte Modell. Oh, die Xenon, sag ich schon, Teladi haben mir einiges aufgefahren, wie wir sehen. Aber auf was feuern die da? Die haben auf jeden Fall eine ordentliche Streitmacht da am Start, die Teladi. Bin auch gespannt, die nächsten Abruf, die ich da mache vom Depot. Was der so mit sich bringt. Sollte mittlerweile auch wieder etliches an Raumfliegeneier geben und so weiter. Dass ich vielleicht diesmal sogar mal mit so einem Verkauf 30 Millionen knacken könnte. Die nehme ich noch mit hier. Ah, da unten kommt auch noch was. Was ist das jetzt? Phönix,
Warum ist der jetzt... Was ist das denn? Ah, haben die doch aufeinander geschossen? Das gibt's ja nicht. Oh, nee, ne? Okay, wir müssen mal sehen, dass wir jetzt mal ein bisschen weiter hier wegkommen. Und, oh nee, Leute, das kann ich jetzt ja gar nicht gebrauchen. Das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Okay, ich muss hier einfach schnell weg. Wo fliegt ihr jetzt alle hin? Klapperschlange. Aus Kampf zurückziehen, ja, genau. Oh. Jetzt will er da reparieren, Roland Statement, während hier teilweise feindlich gesinnte. Das wird für Sie sehr unprofitabel sein. Oh, Leute, nee, jetzt bitte nicht mit den Teladis hier anlegen, weil. Ja, das ist wahrscheinlich versehentliches Friendly Fire. Das. Och komm. Was war warum? Ja, das sind definitiv Teladi, kann nichts hindern mehr, die hier. Wir müssen auf jeden Fall weg hier von denen, dass wir nicht noch mehr hier irgendwie rot bekommen und die Zerstörer vielleicht auch einfach irgendwann abdrehen. Das wäre mir jetzt am liebsten eigentlich. Ja, da haben wir schon Ansehen verloren, unautorisierte Tötung. In Ordnung. Ja, hau ab da. Oh, schießt mal jetzt nicht Ronolein Statement weg hier. Eieieiei, was ist das denn? Ja, wahrscheinlich Friendly Fire. Also, wahrscheinlich hat die Shintuaka Majestic Xenon beschossen und dabei halt die Teladi-Schiffe getroffen, die ja nun wirklich sehr, sehr... Oh, wow. Und warum startet er jetzt die Jäger auch vor allen Dingen? Das macht doch keinen Sinn. Ja gut, das sind jetzt Feinde halt für die, ne? So, vom Kampf zurückziehen. Ja, die greifen jetzt auch noch die ganze Zeit an. Ja. Ach, Leute. Jetzt muss ich mich hier mit der kompletten Teladi-Flotte anlegen. Das gibt's doch nicht. Na gut, das sind jetzt Xenon hier, die sie angreifen. Sollen wir mal Glück haben? Oh nein, jetzt ist ja der Schwanengesang auch hier beteiligt. Hört doch auf, die anzugreifen, das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Ihr wurdet
Ja, natürlich. So. Oh, vor allem, ich bin da der Kommandant. Wieso kriegst du neue Befehle jetzt hier? Ach, komm. Da kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ich bin mitten im Feldzug gegen die Xenon. Und nur weil... Ach, komm. Das kann doch nicht sein jetzt. Im Endeffekt müssen wir jetzt einfach nur mal Abstand gewinnen. Aber ja, die kommen mir natürlich hinterher, logischerweise. So, wenn ich die jetzt alle zerstöre, habe ich bestimmt 2-3 Rufverlust. Garantiert. Ja, und egal was ich mache, die starten sowieso alle dauernd und suchen sich ein Ziel. So. Kommt jetzt hier hin. Meine Fresse. Guck mal, wie viele Zerstörer die hier noch haben. Aber die scheinen sich zumindest jetzt zurückzuziehen. Gleich hier Ruf verlieren, schätze ich. Ja, das war die Lala Schwanengesang hat den jetzt vernichtet. Boah, Leute, das ist mal richtig dumm gelaufen. So, Rettungsboot. Ah, das kostet mich doch jetzt wieder Ruf ohne Ende. Erwarte Befehle. Das hätte es echt nicht gebraucht. Ja, das war jetzt mehr oder weniger unglücklich. Oh. So, wir sind immer noch bei 29. Okay, das geht, aber es ist halt ärgerlich, wenn wir da schon auf Max waren und jetzt durch so eine blöde Aktion. Weil es sind noch 3 weitere Phönixe. So, ich hoffe, dass die einfach irgendwann abdrehen. Die irgendwann abdrehen und wieder blau werden. Ja, aber die Jäger sind die ganzen Bomber sind noch unterwegs. So, von irgendwo. Ja, bestimmt hiervon. Auch schon so viel Schild verloren. Ja gut, komm, ich kann es nicht ändern. Ich komme aus der Situation hier so nicht mehr raus. Jetzt kommt hier ein Arschvoll Xenon noch an. Boah, ist das eine ätzende Situation, ganz ehrlich. Erwarte Befehle. Das ist eine richtig ätzende Situation. So, hoffentlich greifen die nicht nochmal mit ein. Ja, also, ich denke mal, großes Problem. Shintuaga Majestic kam... Ich habe es ja eh schon so im Augenblick gesehen, dass das so aussah, dass die aufeinander schießen. Ich vermute mal, wobei es kam keine Meldung,
aber dass die mit ihren Plasmageschossen eigentlich Xenon treffen wollte und dabei halt nach und nach hier die Teladi getroffen hat. Oh, wo wollte ich wissen mit dem Schild? Das sieht auch nicht gut aus. Ja, ist halt doof gelaufen. Ich kann es nicht ändern. Ich muss jetzt leider wegmachen. Oh, hoffentlich verliere ich nicht zu viel Ruf. Das ist ein Zwischenfall, der eigentlich nicht passieren sollte. Aber er passiert das erste Mal in meinem Tagebuch, dass das passiert. Dass da jetzt... aber ich werde der Situation sonst nicht Herr hier, bevor ich mir hier jetzt Borwicks Wissen wegschießen lasse. Aber gut, konnte jetzt auch keiner ahnen, dass da so eine riesen Teladi-Flotte noch unterwegs ist. Ja, wir sehen auch, dass halt Borwicks Wissen einfach nicht... Ronolein Statement einfach beschossen wird von den Teladi. Ich muss da jetzt... Erwarte Befehle. Ich muss da jetzt leider reagieren drauf. Den hast du jetzt nicht aufgesammelt. Was ist da los? So, wenigstens generiert er jetzt wieder ein bisschen Schild. Erlkönig. Sollte jetzt eigentlich auch relativ schnell gehen. Das Ding ist, die Phönixe hauen halt auch ordentlich rein, wie ihr seht. Holla, die Waldfee. So, 29, so. Das müsste der letzte Zerstörer da sein. Erwarte Befehle. So, wir sind noch bei 29 geblieben. Glücklicherweise. So. Ich sollte jetzt mal stehen bleiben. So, die lässt sich jetzt bei Ronolines Statement reparieren. Das ist auch in Ordnung so. Okay, und ich muss jetzt sehen, dass mein Rettungsboot hier mal die Leute einsammelt. Dann eigentlich mal wieder zurückfliegt. Entschuldigung, wollte sie nicht treffen. Ja genau, und so wird es auch passiert sein mit den Teladi. Aber hoffentlich sind wir jetzt weit genug weg von der Teladi-Flotte.
dass jetzt nichts mehr passieren sollte. Ja. Ja gut, hätte schlimmer sein können vom Rufverlust. Aber es wird auch wieder eine Weile dauern, bis wir wieder 30 sind. So, jetzt erstmal wieder hier sammeln und wieder klarkommen. Okay, die Shintuaga Dominus hat den Befehl, Baron Ulan Statement anzudocken. Ja, auch wegen Reparatur wahrscheinlich, aber eigentlich... Ja, und wir haben das eigentliche Ziel hier noch, sind noch gar nicht mal angegangen, diese Verteidigungsstation hier anzugreifen. Die sieht auch ein bisschen größer aus als die anderen. Ich schätze mal, die ist auch weitaus stärker bewaffnet, sodass ich nicht weiß, ob ich die Flotte mitschicke. Oder allgemein da auf Angriff schicke. So, wichtig ist erstmal, dass wir uns alle wieder sammeln. So, Warwicks Wissen ist auf jeden Fall wieder komplett repariert. Dafür haben wir ja hier die Ronoline Statement quasi als verfügbare Werft. Position beschützen Matrix 9. Ist das Matrix 9? Ja. Gut. Und die Tiladi wollen hier auch schon Verteidigungsstationen aufbauen. Hauptsache, ihr kommt uns jetzt nicht mehr in die Quere hier. Oder idealerweise greift ihr hier die Verteidigungsstation an, weil ihr könnt den Sektor gerne haben. Ich brauche den nicht. Ich will hier nur in Ruhe Nividium suchen. So, okay, die kommen jetzt auch nach. Sehr schön. Boah, ist das ärgerlich. Ja. Aber gut, wie gesagt, wir haben nicht ganz so viel verloren. Wir können dann auch wieder plus 30 werden. Wenn die wieder bei uns einkaufen oder wenn allgemein Handel getrieben wird, da sehe ich jetzt nicht so das große Problem drin. So, Hauptsache wir beschießen uns jetzt nicht gegenseitig, aber wir sehen, die sind alle hier relativ entspannt. Das ist auch ganz gut, sodass nicht die ganze Flotte von denen plötzlich aggro geworden ist, weil da hätte ich ein richtiges Problem gehabt. Phoenix, Verteidiger. So, die wollen die Verteidigungsstation angreifen. Dadurch, dass ich ja trotzdem immer noch verbündet mit denen bin bei plus 29, kann ich ja denen ihre Befehle sehen und die wollen die Verteidigungsstation angreifen. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, dann sehen wir ja, wie gut die verteidigt ist. Wie weit ist die noch weg? Verteidigungsstation. Ja, wir fliegen mal langsam mit. Und wenn die dann schon irgendwas zerstören können, umso besser. Hauptsache, es kommen jetzt keine kleinen Xenon wieder hier um die Ecke. Und wir beschießen uns wieder gegenseitig, und beziehungsweise treffen uns gegenseitig. Oh ja, hier seht ihr die ganze Flotte von denen. Gut, ich halte mal an. Phoenix, Verteidiger. Ja. Eindeutig den Befehl. So, das ist das Hauptschiff. Die eskortieren den hier, das heißt, die gehören alle zusammen.
Na gut, hier wäre noch einer zu retten gewesen. Wobei. So. Okay, gut. Würde ich tatsächlich vorschlagen, wir warten hier einfach und gucken, was passiert. Sensor an. Ob die da wirklich angreifen wollen, das sieht aber fast so aus. Verteidigungsstation. Oh, die greifen da schon wieder andere Schiffe an. So, das wird jetzt wieder interessant. Das betrifft es mich. Jawohl, es betrifft mich. Xenon. Gut, wir warten mal ab, was das K machen will. Also, was jetzt auf jeden Fall schon mal passieren ist, die ganzen Verteidigungsdrohnen hier. Oh, das sind viele, viele, viele. Die Station ist richtig gut verteidigt. Aber werden wahrscheinlich jetzt auch einige eventuell abgeschossen, aber momentan verlieren die Teladi eigentlich eher. Da ist noch eine Welle, die kommt. Tja, kann ich denen irgendwie sagen? Helfe ich denen oder helfe ich denen jetzt nicht? Ich meine, wenn die jetzt schon mal ein bisschen Vorarbeit hier machen. Ich weiß nicht, ballert der schon auf... Ja. Wie gesagt, das sind noch die alten Modelle, alten Patrouillen. Zerstörer. Der Phoenix-Klasse, also nicht die E-Variante. So, das K. Wo ist das K? Nicht mehr sichtbar. Auf jeden Fall nicht bei mir. Okay, ich muss der Shintuaga Majestic irgendwie den Befehl geben, dass die Jäger alle landen. Also ich will jetzt nicht, wie gesagt, wie eben in den Clinch kommen. Dass ich noch ein paar Teladi-Zerstörer vernichten muss. Wie gesagt, ruftechnisch war das jetzt gar nicht so tragisch. Das ging eigentlich. Aber da müssen ja einige Teladi-Zerstörer getroffen worden sein. Irgendwie, und das mehrfach. Also, wenn die nur kurz getroffen werden, passiert da ja nichts. So, einige Drohnen kommen auch zu mir. Das ist schon mal ganz gut. Dann habe ich die später nicht mehr.
So, da bringt sich der nächste Zerstörer in Stellung für das Bombardement. Gucken wir mal, ob er das auch tut. Noch nicht. Na doch, ich glaube, der feuert auch irgendwie. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt und ob wir dann noch so die Reste aufkehren dann am Ende. Lass mal die Teladi mal machen. Und wir beteiligen uns dann beim Aufräumen vielleicht mit. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Seid gespannt, wie es weitergeht hier in der nächsten Folge in meinem X4-Universum. Habt Dank. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.